Jetzt haben mich einige gefragt, was man in dem Buch über die sanfte Babymassage finden kann. Flere har spurt meg hva man kan finne i boka om den myke babymassasjen. Da ist einmal eine Methode der sanften Bioenergetik beschrieben, die Eva Reich entwickelt hat. Da beskrives det på den ene siden en myk bioenergetisk metode som Eva Reich har utviklet. Das ist die Massage, auch mit Bildanleitung, Textanleitung und allem genau beschrieben. Massagen beschreiben sie alle Details mit Bildern und Text. Dann ein ganz ausführliches Kapitel über die Entwicklung der Lebenskräfte, biografisch. Et veldig utdypende Kapitel um Livskraft, også biografisch. Und die ganze Geschichte von der Arbeit von Eva Reich in Ost-Berlin. Også historien um Eva Reich sitt arbeid i Øst-Berlin. Das ist in diesem Buch. Er hat Englisch, Englisch oder? Nein, alle Bücher sind voll. Wir können auf Deutsch. Denn eine Buch ganz gar kommen über Französisch nur, wenn die Rolle der kommt. Maybe you can translate this. Freiwillige, die skal oversette, må bare melde seg. So. Gut, also zu Wilhelm Reich in die USA zurück. Also zurück zu Wilhelm Reich, sitt virke i USA. Ich hatte schon gesagt, Wilhelm Reich verfolgt alles konsequent weiter. Som jeg sa, Wilhelm Reich er alltid veldig konsekvent i det han gjør. Ich möchte vielleicht ein paar Worte sagen, wie dieser Orgon-Akkumulator funktioniert. Jeg skal si noen ord om hvordan Orgon-Akkumulatoren fungerer. Das hat mit der Entdeckung zu tun, dass er festgestellt hat, dass die Lebensenergie von organischem Material wie aufgesaugt wird. Det har å gjøre med hans oppdagelse at livsenergien blir liksom suget opp av organiske materialer. Und das Metall diese Kraft reflektiert, und zwar in eine Richtung. Og at metallet reflekterer denne kraften, og da i en retning. Und so hat er ein Gerät entwickelt, wo 7, 8 oder 10 Schichten metallorganisches Material sich abwechseln. Und da haben entwickelt ein Apparat mit 7, 8 Schicht mit organische und Metalllag. Und das hat er als großen Kasten gebaut, in den man sich reinsetzen kann mit einem Fenster drin. Det bygget han som en stor kasse, som man kan sette seg oppi, med et stort vindu i. Der ist so konstruiert, dass die Energie nur in eine Richtung sich bewegt und dadurch sich konzentriert innen. Og den konstruert på en måte at energien går kun i en retning og dermed konsentrerer seg. Wenn man das selber testet, das ist völlig unübersehbar. Also man muss schon extrem abgestumpft sein, um nicht zu erleben, dass da etwas Starkes passiert. Hvis man tester dette, så det veldig påtagelig. Altså, du må være nok så avstumpet for å ikke ville oppleve dette. Aber Reich hat dort genaue physikalische Forschung gemacht. Reich gjorde nøyaktig physikalsk forskning. Die ist auch viele Male an Universitäten, in Doktorarbeiten und so weiter verifiziert worden. Den blitt verifisert mange ganger i ulike universiteter, doktoravhandlinger etc. Es gibt regelmäßig aber auch immer Gegenstudien. Men regelmäßig så kommer det også motstudier. Das ist ja überall so, wenn irgendwer zum Beispiel mal wieder nachweist, dass natürlich Zuckerkonsum mit Diabetes zusammenhängt. Dette jo noe helt vanlig i dag. For eksempel hvis noen igjen påviser at overdrevet sukkerkonsum henges eller fører til eller kan ha sammenheng med diabetes. Dann dauert es nur wenige Monate, bis die Pharmaindustrie eine Gegenstudie mit dem gegenteiligen Ergebnis präsentiert. Så vil det ta kun få måneder til pharmaindustrien eller sukkerindustrien kommer med en studie som ser ut til å bevise det motsatte. Das, was man messen kann am Orgon-Akkumulator, ist, dass in diesem Gerät ein Temperaturanstieg passiert. Det som kan måles ved en Orgon-Akkumulator er at det finnes sted en temperaturstigning. Und wenn Sie sich ein bisschen in Physik auskennen, dann ist sowas unmöglich. Og hvis du har litt greie på fysikk, så vet du at dette er umulig.
Das heißt, wenn wir hier eine ganz gleichmäßige Temperatur haben, auf Zehntel Grad genau. Hvis vi her har en exakt utlignet temperatur, målt til centigrader. Und ich stelle jetzt hier einen Kasten hin, bei dem ich auch die Tür offen lassen kann sogar. Og nå setter jeg her en boks, hvor til og med døra åpen. Und darin sind auf einmal 3 oder bis teilweise 7 Zehntel Grad Temperaturanstieg. Das ist physikalisch unmöglich. Und so setter jeg opp denne boksen, og in die boksen registrerer jeg 3 eller til og med 7/10 deler av en grad økning i temperatur. Det er physikalisch unmöglich. Und Reich hat diese Sache Albert Einstein zugeschickt. Reich sendte dette til Albert Einstein. Und Einstein war hoch interessiert, er war wie elektrisiert, als er das hörte. Einstein war total interessiert, zum elektrisiert. Und Sie ahnen vielleicht, dass das die ganze Relativitätstheorie außer Kraft setzen würde. Der ahne, dass dette vil jo gjøre hele en Relativitätstheorie til å sprike. Das ist eine ganz eigenartige Sache gewesen, dass dann plötzlich Einstein sich nicht äußern wollte dazu und trotzdem aber einen Termin mit Wilhelm Reich gemacht hat in Berlin. So war det dette rare, at Einstein ikke ville si noe om dette, men allikevel søkte om å møte Reich i Berlin. Und bei diesem Termin wurde Reich aber nur von einem Sekretär von Einstein empfangen, der gesagt hat, Herr Einstein hat kein Interesse mehr. Men ved dette påkalte møte, så kom Reich, men Einstein sendte bare en sekretær, som ga en beskjed om at Einstein ikke lenger var mer interessert. Reich hat die Orgonenergie als die Lebensenergie und das Prinzip des Lebendigen schlechthin angesehen. Reich anså Orgonenergien som selve Prinzip til det Levende. Und es gab aber etwas, was man als Todeskraft und Todesenergie bezeichnen könnte, was alle seit 1945 erlebt haben, nämlich Atomkraft. Men så finnes det jo også noe som man kunne kalle som dødskraft, dødsenergi, og som verden har blitt kjent med siden 1945 i atomenergien. Und unter dem Eindruck des Koreakrieges 1951 war wieder die Gefahr, dass neue Atombomben eingesetzt werden. Og når Koreakrigen fant sted i 1951, så var jo mange bekymret om at nye atombomber kunne brukes. Und Reich hatte die Frage, ob es möglich ist, vielleicht diese schädliche Atomstrahlung zu neutralisieren durch Orgonenergie. Og Reich hadde da spørsmål om ikke det gikk an å neutralisere denne farlige ödlängende Atomstrahlung mit Orgonenergie. Das führte dazu, dass er in seinem Institut in Maine ein Experiment gemacht hat, das sogenannte Oranur-Experiment. Und das führte ihn til å gjennomføre et Experiment i hans laboratorium i Maine, i delstaten Maine, USA, det såkalte Oranur-Experimentet. Das alles, was ich jetzt erzähle, ist bestens dokumentiert durch sehr, sehr viele Zeitungsartikel, die es gab darüber. All dette, som jeg nå forteller, veldig godt dokumentert gjennom mange avisartikler fra den tiden. Es gibt Filmaufnahmen davon. Det finnes filmopptak. Und Eva Reich hat es mir mehrfach selber erzählt, weil sie das alles miterlebt hat. Og Eva Reich har fortalt det til meg flere ganger, fordi hun har selv vært vitne. Reich hat sich offiziell 2x 1 Gramm radioaktives Kobalt besorgt. Reich hat zugangen, skaffet bei Gang 1 Gramm mit radioaktiv Kobalt. Und hat dieses radioaktive Kobalt in den Orgon-Akkumulator reingetan, mit der Hypothese, ob die Radioaktivität dadurch neutralisiert wird. Og så satte han denne kobalten inn i Orgon-akkumulator
Og hans hypotese var jo da om kanskje denne orgonakkumulatoren, altså orgonenergien, lysenergien, kunne neutralisere radioaktiviteten. Und nach einigen Stunden, er hat immer wieder auch das Gerät geöffnet, geprüft, und nach einigen Stunden passierte etwas Furchtbares. Og så gikk han frem og tilbake og sjekket hvordan det gikk, og etter flere timer så skjedde det noe forferdelig. Es stand über dem gesamten Gebiet seines Institutes, waren richtig dicke schwarze Wolken und Blitze. Over hans institut på en hvitt område så sto det mørke skyer og tordenvær og lyn. Die ganze Natur in 12 Kilometer Umkreis ist kaputt gewesen. Die Blätter hingen runter, die Bäume, die Pflanzen gingen ein. Naturen i 12 Kilometer Umkreis war helt ödelagt. Plantene fall sammen, bladene sank ned. Und seine Mitarbeiter haben eine ganz massive vitale Reaktion bekommen. Og medarbeiderne fikk en massiv reaktion. Es gibt medizinisch den Begriff locus minoris resistentiae, den Punkt der geringsten Widerstandsfähigkeit. I medizin så har vi dette begrepet locus minoris resistae, also Punkte med laveste motstandskraft. Das heißt, wenn du ganz massiv Druck und Stress hast, was passiert dann? Erbrichst du dann? Kriegst du Durchfall, Herzprobleme oder was ist dann dein schwächster Punkt? Also war auf oss har et svakpunkt som hvor han liksom møter veggen eller hun under massiv stress. For den ene det at den kaster opp, for den andre det diaré, for den tredje det noe annet. Das waren lebensgefährliche Zustände, in denen seine Mitarbeiter waren, auch Eva Reich. Disse medarbeider, inklusive Eva Reich, var da i livstruende tilstand. Reich hat mehrere Tage um das Leben seiner Kollegen gekämpft. Reich musste kämpfen i flere dager for livet til medarbeiderne sine. Interessanterweise hat er selbst keinerlei Symptome gehabt. Merkelig nok så hadde han selv ikke noe symptomer i det hele tatt. Das ist auch eine Frage, warum? Det er et spørsmål, hvorfor det? Und das, was Reich dann messtechnisch herausgefunden hat, ist sehr eindrücklich, nämlich was ist passiert eigentlich. Det som Reich fand ut med målingsteknologi, det var følgende. Und Sie können das beobachten, wenn Sie die Fähigkeit haben, Ihre eigene energetische Pulsation innerlich zu beobachten, wenn Sie die fühlen können. Dere kan jakta det hvis dere har evne til å observere deres egen vitalpuls. Det kan man trene opp. Dann merken Sie zum Beispiel, dass Ihr Lebensleib, Energieleib, wie Sie das nennen wollen, eine bestimmte Pulsation macht, also dass der so, so geht zum Beispiel. Da merke dere at deres, la oss si, livslegeme, vitalkopp, at den har en egen pulsasjon. Det kan være forskjellig fra menneske til menneske, men for eksempel denne pulsen her. Und wenn Sie sich dann bestimmten Strahlungsquellen aussetzen, zum Beispiel Neonröhren und anderen Strahlungsquellen, dann können Sie schon nach 10 Minuten feststellen, dass das so geht. Also dass wie eine Art Übererregung stattfindet in den Lebenskräften. Hvis du utsetter deg for strålingskilde, om det så bare en lysstoffrør, så vil dere oppleve at denne naturlige pulsen får en kunstig akselerering. Und das, was Reich festgestellt hat, ist, dass eine schon fast nicht mehr messbare Frequenz durch die Atomenergie entstanden ist. Das heißt, das Feld ist so schnell, also das, was vorher ruhig und kräftig schlägt, ist in einer solchen Übererregung gewesen, dass normalerweise ein Mensch daran kaputt geht. Og det Reich registrerte var at denne atomenergien førte til en så kraftig overstimulering at denne pulsen ble rasende hastig og en overstimulering som egentlig hos et menneske ville føre til døden. Und der, also das heißt, es hat auch gezeigt, dass in der direkten Konfrontation sich Atomenergie nicht umwandeln lässt. Er viste også at
i direkte konfrontation at atomenergien ikke lar seg forvandle. Aber warum ist Wilhelm Reich nicht krank geworden? Men hvorfor ikke Wilhelm Reich blitt syk? Und für mich ist die Antwort darauf eigentlich ganz klar. For meg personlig er svaret veldig tydelig. Er hat täglich mit Patienten in seiner Forschung mit Präparaten auf allen Ebenen intensivst mit diesen Kräften zu tun gehabt und war ein Mensch, der so ein starkes Energielevel hatte, dass er wie geschützt war davor. Han hatte jobbet i så mange år daglig med patienter med denne strømmen av livskraft, slik at han hadde så mye kontakt med den og var dermed beskyttet. Das haben wir auch in jüngster Zeit auf anderer Ebene entdeckt, zum Beispiel als in, wo war in Russland der Atomunfall? In Tschernobyl. Als Tschernobyl-Unfall war, ist ja in vielen Regionen das Gemüse und so weiter verstrahlt gewesen. Et mehr Exempel, som nærmere vår tid. Etter ulykken i Tjernobyl, så har jo grønnsakene vært ødelagt av stråling i mange, mange områder. Man har festgestellt, at zum Beispiel Olivenbäume kein bisschen Radioaktivität aufnehmen. Men så oppdaget man at oliventrær ikke tok opp noe som helst radioaktivitet. Das heißt, die haben so eine Vitalität und das Olivenöl, was unter intensivster Sonne gebildet wird, hat so eine starke Vitalität, dass es einfach keine Radioaktivität aufnimmt. Oliventrane har en så vanvittig vitalitet og olivenolje som da modnes i sola har en så sterk vitalitet at den ikke tar opp radioaktiviteten. Und man weiß auch, dass wenn Gemüse hochvital, also zum Beispiel biologisch dynamisch gezüchtet wird und hochvital ist, dass es dann eine hohe Resistenz gegen Schädlinge und auch gegen Radioaktivität eine Zeit lang hat. Vi vet også at grønnsaker som dyrkes på en, hva skal vi si, livnær måte, for eksempel biodynamisk, de har så mye vitalitet i seg at de til en stor grad er motstandsdyktig mot både radioaktivitet og andre påkjenninger. Da können Sie schon ahnen, in welche Richtung die Möglichkeiten liegen, wie wir uns schützen können. Og da ahne dere hvilke retning vi må tenke hvis vi søker etter beskyttelse. Darüber sprechen wir morgen und auch im Seminar ganz konkret dann. Det skal vi snakke om i morgen og på seminaret. Und Wilhelm Reich hat dann in diesem Zusammenhang etwas anderes Unglaubliches entwickelt. Wilhelm Reich hat da in denen Zusammenhängen entwickelt, nur ahnt und hat utrolig. Das heißt, er hat ein Gerät entwickelt, wo er die Energie ganz stark ansaugen kann. Han utviklet et apparat som egnet til å suge til seg energi. Also er nannte das Cloudbuster oder auch Doorbuster. Han kalte det for Cloudbuster eller også Doorbuster. Door, D-O-R, ist die Abkürzung für Deadly Organ Energy. Door, D-O-R, er der Verkortelsen for Deadly Organ Energy. Und dieses Gerät ist so konstruiert, dass ein Rohrsystem, dass verschiedene Rohre miteinander verbunden sind, also eine ganze Batterie von Rohren, zum Beispiel 3x3 Rohre, werden mit Metallschläuchen zusammen verbunden. Also Ideen er å suge til seg denne dødelige, denne negative organenergien, og det gjøres gjennom rør som knyttes sammen med noen slanger inn i et felles system. Und diese Schläuche werden in fließendes Wasser reingetan. Og slangene münden ut i flytende vann. Und Wasser hat ein ungeheuer starkes Energiefeld und saugt damit andere Energie an. Og vannet hat veldig kraftenergifeld og suger til seg andre energier. Und damit entsteht eine Strömung, eine Energieströmung. Og dermed oppstår det en energiflyt. Und es gibt Filmaufnahmen, viele Filmaufnahmen davon, wo man sehen kann, wie dieses Gerät auf Wolken, auf schwarze Wolken oder auch auf Smog gerichtet wird.
Och det finns många filmupptag som visar hur detta apparat rättas mot mörka skyer eller också för urensnings, alltså smogskyer. Und wie man nach einiger Zeit regelrecht einen Trichter sieht, der sich Richtung dieses Gerätes bewegt und das wegsaugt. Och efter en viss tid så ser man en slags trakt som går mot detta apparat och hur det suges väck. Mit diesem Gerät hat praktisch die Atmosphäre wieder gereinigt. Och med detta apparat har han rensat atmosfären. Und hat dann entdeckt, dass damit sich auch künstlich Wolken erzeugen und auch abregnen lassen. Och därmed har han uppdaget att det går an och kunde lage skyer och också kunde få skyer till att regna. Und es gibt Filmaufnahmen und jede Menge Presseberichte aus der damaligen Zeit darüber, die berichten, wie Wilhelm Reich die Wüste von Arizona beregnet hat. Es gibt Filmaufnahmen und Presse Utklipp von den Tiden, die zeigen, wie Wilhelm Reich fick Örken in Arizona till att bli grön igen. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass an der Stelle irgendwo der Spaß aufhört. Der kann denken, dass hier gick han over en gräns i sin tid. Also ich kann das an einem anderen Beispiel sagen. Ein sehr guter Freund, den vielleicht manche von euch kennen, Professor Bernd Senf in Berlin. Jag kann jeder ett annat exempel, en god vän av ham, Bernd Senf, som är professor och reichsspecialist i Berlin. Die haben vor einigen Jahren in Tansania, als eine ganz lange Trockenheit und Dürre war, die Regierung um Genehmigung gebeten, mit diesem Gerät arbeiten zu dürfen, um Regen zu schaffen. Von nun Urschieden, so war der Türke in Tansania, und so gick die da die Regierungen und spürte um Tillatese, till att kunna jobba med en sån Orgon. Akkumulator och Cloudbuster, och da vanne i Örken och det fick de lov till. Die Filmaufnahmen und Dokumentation können Sie alle im Internet finden auch. Dokumentation, Filmupptag är fritt tillgänglig på internet. Nach einem Monat ungefähr sind dort grüne Landschaften wieder gewesen. Efter en månad så var det tillbaka med gröna landskap. Und jetzt die Frage, wie hat man darauf reagiert? Wenn jetzt, was schlags Reaktion der war, die Öffentlichen? Die Reaktion war? Reaktion war vollständig tauset. Und man hat ihm auch gesagt, warum darüber auf keinen Fall irgendetwas gesagt werden darf. Och han fick också besked, varför det var absolut förbjudet mot oss innan. Können Sie sich vorstellen, warum? Varför? Was wurde det? Weil das Wetter kann nur Gott machen. Für die, der kun Gud kann, som kan gjøre være. Das heißt, der Mensch greift dort in Bereiche ein, wo hochproblematische Sachen mit verbunden sind. Also Menneske griper in i et område, som veldig problematisk. Und so war es dann auch, dass Reich sofort Besuch bekommen hat von NATO-Generälen. Så Reich fick da i USA umiddelbart efter disse handlingen i Arizona besök från NATO-generale. Die sofort geahnt haben, dass das militärisch hochinteressant sein könnte. Som jo ahnt att detta kunde vara otroligt spännande för det militära. Der CIA ist sofort auf dem Plan gewesen. CIA war till stede. Es gibt über all das Dokumente, also diese Briefe, Fotos, Aufnahmen. Also bitte glauben Sie mir, dass ich hier nichts erzähle. Es klingt unglaublich, aber ich erzähle nichts, was nicht 100% dokumentiert ist. Kanske det høres helt utrolig ut, men tro på meg, dette dokumentert, hvis dere vil, alle disse dokumenter har vi. Und man kommt da eben in einen Bereich, wo man sehen kann, dass es da absolut existenziell wird. So, wir kommen jetzt Umrode, som er absolut existenziell. Und hier liegen zwei andere Buchbereiche auch noch. Hier haben wir zwei andere Bücher Umrode. Zum Beispiel ein Buch Nietzsche und Dionysos. Ein anderes Buch, som han har skrevet, heter Nietzsche und Dionysos. Untertitel: Eine Suche nach den Quellen des Lebens. Untertiteln är Söken efter livets kilder. Und da geht es darum, wie Nietzsche
auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kulturkritik als Philosoph dazu kam, zu sagen, unsere Kultur ist völlig ausgetrocknet, tot, abstrakt, nur noch intellektuell. So, det handler om filosofen Nietzsche, som i sin tid rettet en stark kulturkritikk mot denne uttørkningen, denne mangel på livskraft i både filosofi og kunst og kultur. Und dass er sagt, unserer Kultur fehlt etwas ganz Grundsätzliches, nämlich das Leben, das Lebensprinzip als anderer Pol. So han sagt, vår Kultur har en existenziell Mangel på Livskraft som en annen Pol i Kulturen. Und dieses Lebensprinzip war für ihn das Dionysische und verbunden mit dem Mysteriengott Dionysos. Og dette levende var for ham forbundet med det han kalte det dionysiske og med mysterieguden Dionysos. Und das, dieses Thema hat sein gesamtes Werk und sein gesamtes Leben bis in den Wahnsinn am Ende durchzogen. Nietzsche hatte jo en forholdsvis kort karriere som universitetslærer og forsker og filosof og til slutt ble han gal, men hele gjennom hans liv så har denne tematikken med Dionysos og livskraften vært hans hovedtema. Er hat am Ende unterschrieben mit Dionysos. Når han allerede var gal, så undertegnet han med Dionysos. Und Cosima Wagner, die er geliebt hat, wurde zu seiner Ariadne, die Geliebte von Dionysos. Oh, Cosima Wagner, also Kuna Theodor Richard Wagner, som han var så forelsket i, han ble i hans Fantasie Ariadne, also den Kjæresten til Dionysos. Und er hat eben gehofft auf eine Kulturerneuerung im Sinne der griechischen Tragödie. Han håpet på en kulturfornyelse, i tråd med den greske tragödien. Und in der griechischen Tragödie war das eben so, dass man einerseits den Text hatte, das heißt die intellektuelle, gedankliche Seite des Werkes, des Stückes. Und dann reiche Schenkungen bekommen. Orden fick Gave, Stiftelse fra Kongehuset og rike personer i hele Europa. Tausende Menschen sind dem Orden beigetreten. Tusenvis av mennesker ble medlem. Teilweise als Ritter. Delvis som ritter. Dazu musste man aber adelig sein. Men da måtte man være adelsmann. Oder als Knappen oder auch nur Affiliierte. Endlich som Knappe, muss ich nennen. Ja, ne. Waffenträger zum Beispiel. Våpenbærer. Ja. Vetner, ja, ok. Som vetner som assistent liksom, eller som affiliert, altså som liksom associert med det. Und der Orden, das ist sehr wichtig zu verstehen, hat jetzt einerseits eine Entwicklung in Europa genommen, wo gar nicht seine eigentliche Aufgabe lag. Og nå et punkt veldig viktig. Orden hadde egentlig ikke sine oppgaver i Europa, men den gjorde en stor utvikling i Europa. Und er hat eine Entwicklung im Orient, im Heiligen Land genommen. Og så gjorde han en annen uavhengig utvikling i Orient, spesielt i det hele landet. Im Land jenseits des Meeres, wie es hieß. Som vi sa den gangen, i landet på andre siden av havet. Und wurde sehr schnell bedeutend, war überall gefragt, auch in Spanien zum Beispiel. Orden wuchs voldsomt i sin betydning, og den ble etterspurt overalt, for eksempel også i Spania. Und Bernhard von Clairvaux hat eine Schrift herausgegeben, Lob des neuen Rittertums. Bernhard von Clairvaux utga en skriv, skal jeg si, Laudatio, Ruchs for den nye Ritterorden. Wo er auch die Tugenden verteidigt hat und gesagt hat, Gott selbst ist mit den Templern. Und da han so tappen wie Forschwar og deres dyder, og han sa, Gud med Tempelritterne. Und auch verteidigt hat, warum die Tugenden des Mönchstums sich jetzt verschmelzen können mit den Tugenden des Rittertums, was man in der Öffentlichkeit schwer verstanden hat. Intil da så var det vanskelig å forstå i offentligheten hvordan og hvorfor
Ridderdyne kunne komme sammen med munkdyne, men nettopp denne syntesen var det som Bernhard klarte å forklare på en innlysende måte og satte som øverst. Der Orden hat dann einerseits in Europa eine riesige Entwicklung genommen. Es sind einige tausend Abteien entstanden, zum Beispiel. Orden expandierte voldsomt i hele Europa. Det ble dannet mer enn tusen klostre. Das ist nicht richtig. Ja. Also Abbot er lederen av et kloster eller av et universitet, men en abtei er liksom et sted som presideres av en abbot. Abedin. Abedin, ja. Also man könnte sagen Stützpunkte. Sie haben überall Landwirtschaft betrieben, nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Die hat drevet jordbruk overalt, ikke bare i Frankrike, men overalt i Europa. Die ganze Geschichte Spaniens und Portugals hängt auf das engste mit dem Templerorden zusammen. Hele historien i Spania og Portugal hänger veldig nær sammen med Templerorden. Sie haben eine völlig neue Art des Geldwesens eingeführt, den Wechsel zum Beispiel. Die innførte en hel ny måte å håndtere penger på. For eksempel det at man kunne bytte inn, eller få liksom tilbudelapper for penger som man kunne bytte inn et annet sted. Man konnte in Templer Zentralen, altså in der Komturei, sein Geld deponieren. Det var mulig å deponere sine penger i en komturi, der Templerkontur. Und hat einen Wechsel, einen Schein bekommen, den man auch im Orient einlösen konnte und sich sein Geld auszahlen lassen konnte. Und so fing man einen Lapp mit Stempel vor und dann konnte man brüge til å få pengene sine utbetalt, la oss si i Jerusalem. Das ist Vorläufer des heutigen Bankwesens. So det var jo en forbud bygringe, eller hva skal du si, en forløpet til dagens bankvesen. Also ich könnte jetzt ein, zwei oder drei Vorträge halten, nur über das Wirken der Templer in Europa, was sie dort alles bewirkt und entwickelt haben, was bis heute in unsere Kultur hineinwirkt. Jeg kunne holdt et eller to eller tre foredrag kun om slike kultur og finans og sosiale impulser som tempelridderne hadde brakt inn og som virker videre inn i dagens kultur. I Europa. Ganz zufällig mit Gründung des Templerordens begann in Frankreich die Gotik. Helt tilfeldigvis, eller kanskje ikke, så begynte gotikken som stil i Frankrike. Alle Teilnehmer des Konzils von Troyes wurden zu den ersten Kathedralbaumeistern, also haben praktisch in ihrer Gemeinde die Kathedrale bauen lassen. Alle deltakerne ved konsilet i Troyes ble kathedralbygger, det vil si kom hjem fra konsilet og satt i gang med å bygge kathedral der de bodde.